Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Earth. Ja, wir haben jetzt im Livestream, das könnt ihr natürlich noch nachschauen, ein bisschen weitergespielt, weil ich unbedingt vorwärts kommen muss. Und jetzt bei den Aufnahmen tue ich jetzt wieder ein bisschen die spannenden Sachen zeigen. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch ein paar Unix gefunden. Ich weiß jetzt nicht, welche ich noch nicht gezeigt habe, aber ich mache jetzt mal kurz die neuen hier alle durch. Und wir haben hier noch zum Beispiel einen der Unix Juwels gefunden. Ich brauche ja Rolling Flames, aber es gibt so viele Unix Juwel, dass es wahrscheinlich sehr, sehr selten sein wird. Danach haben wir hier ein paar Sachen für den Fiber Strike Shadow gesammelt. Und jo. Heute tun wir mal diesen Ding. Oh, was ist denn das? Ist ja mega hässlich. Schon schön, aber passt überhaupt nicht. Beziehungsweise ist es einfach hässlich beim den großen Charakteren. Ich möchte noch das Auswechseln der Game. Ich habe für den Livestream Item Reality genommen und möchte jetzt wieder Concentrated Effect, dass wir mehr Schaden machen. Aber tue ihn dann bei den Bossen eventuell wieder umwechseln. Auf jeden Fall sind wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. Und ich habe einfach noch zu wenig AOE, dass ich da irgendwie Vorteil bekomme durch Concentrated Effect. Ich brauche viel mehr AOE, dass ich mit Concentrated Effect auch mehr Damage mache, richtig mehr. Aber es ist schon gut. Es ist schon ein großes Update. Und vor allem die bösen Gegner sind nicht die Bosse, sondern die stark verzauberten Elite-Monster. Gelben. Rare. Hier in diesem Spiel ist es so, dass es wie bei den Items, bei den Ausrüstungen so, das so ist, dass es eben, je stärker die Gegner, desto andere Farben haben sie, also die Unix-Gegner, die sind schwächer, eventuell, manchmal. Der ist sehr viel geschützt, hä? Und Endrange Charges, die man gar nicht so gut findet. Ich sehe sie gerade nicht, aber er bekommt, ah ja, habt ihr sie gesehen kurz am Schluss noch, ganz winzig, ist niedlich. Ja, und jetzt sind die Gegner natürlich auch ein bisschen stärker, weil ich durchgerascht bin. Beziehungsweise sie waren schon immer stark, aber jetzt werden sie stärker. Weil sie jetzt auf einem hohen Schwierigkeitsgrad sind. Auf einem hohen Akt. Ja, und dann wird es wieder leichter natürlich im ersten Akt von Merciless. Bis es dann in Akt 2 wieder brutal schwer wird. Ja, mal schauen. Lieber schneller killen als überleben irgendwie. Chaos-Sendel mag ja gar nichts machen. Also, die Chaos-Sendel sind extrem stark in den Maps, das werde ich euch sagen. T9 oder so ist Wahnsinn, was die können. Also war es T7, aber auf jeden Fall war es wieder stark. Mit dem Unköstel Protector. Warchief, genau. Der Protector ist ja nicht... Ja, es gibt ein Bild, der ist richtig stark mit dem Protector, aber alleine ist der... Also ohne Waffe ist der Protector extrem schwach. Nur zur Unterstützung benutzen. Was? Er mag mich? Okay. Basalt ist... Physical Damage Reduction. Ich muss das mal upgraden, hä? Dann benutze ich es auch, wenn ich genug Mana habe oder so. Ja,
Ich muss schauen, es ist schwer jetzt den einzubinden. Ja, Elemental brauche ich einfach auch. Vielleicht auswechseln, je nach Boss oder so. Je nach Map. Muss ich es dann einfach auswechseln, aber... Ich denke, es geht, oder? Manche Dinge in Path of Exile sind einfach schwer, weil... Man muss sich gut Gedanken darüber machen. So. Haben wir wieder ein Dreifach verzaubert oder so das? Nein, einfach verzaubert. Schade. Ich habe einen Dreifach verzauber gehabt. Der war eigentlich nicht so stark, aber das Problem war, ich habe nichts mehr gesehen. So viele Effekte auf dem Bildschirm. Ja. Kann ich gleich mal ein bisschen erzählen, weil ich habe ja nichts erzählen können gestern, weil ich so krank war. Jetzt bin ich aufgewacht wieder und fühle mich topfit und kann nicht schlafen. Deshalb ist es heute morgens um 6.15 Uhr, ja. Da ist er. Genau dich habe ich gesucht. Oh, mache ich Damage. Sehr heftigst. Ich habe das gar nicht gesehen, dass ich so viel Damage mache. Weil die Gegner natürlich nicht so viel Leben hat. Aber auf jeden Fall merkt man es halt nicht. Bei den starken Gegnern. Weil die sehr defensiv ausgerüstet sind. Jetzt bin ich der Fette, ja, weil ich auch fett bin, mache ich natürlich mehr Schaden. Größere Buff, dass ich größer wird. Ja, der ist da. Da ist der Quest. Ja, der die Quest gemacht hat. So. Kalt. Gut, dann haben wir hier nochmal Damage. Noch zwei. Gut. Freut mich. Ah, kurz zum Handel. Yes. Yes. Ja. Für den Viper Strike. Shadow ist schon gut. Oh, ist das kalt. Ja, weil es nur 28 ist. Ah. Noch nicht so ganz wach, aber ich fühle mich zu gut zum Schlafen. Naja. Nee. Ausrüstung, danke. Das ist was? Hartritt. Da. Ich habe alles blau voll. Schwer jetzt, hä? Aber wir bekommen immer mehr unterschiedliche. Oh, ist das heftig. Oh, ist das schwer. Ich mache hier noch einen. Clarity. Heute Morgen sind die Suchtis da, das sieht man auch an der Ausrüstung. Die wahrscheinlich tausende Charakters machen, die so perfekt ausgerüstet sind. Jo. Ich habe wieder einen Livestream geschaut und der war so gigantisch ausgerüstet, das war einfach nur krass. Was der in einem Monat alles gesuchtet hat, und sich gekauft hat mit den Spenden. Das ist einfach nur krass. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hölle? Ist da unten? Vielleicht hier, nö. Bin ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen blind? Wenn du es nicht erkennt auf der Map, das ist schwer. Nein, hier ist nix. Hier ist nix. Du musst mir das kaputt machen. Hä? Ist das eine Fail-Map? Ah, da oben.
Und wieso geht das? Hä? Das war doch immer eine Sackgasse. Wieso geht's jetzt hier oben weiter? Das ist böse, hey! Die haben das falsch gemacht. Das hatte ich noch nie, dass ich keine Sackgasse hatte. Doch, einmal habe ich es auf der Seite gehabt. Das war nur ein Nebenweg. Und der Weltscream ist direkt nach dem anderen Boss. Cool. Das ist jetzt wirklich eine komische Map. Auf jeden Fall bin ich jetzt auch wieder weiter. Ich habe das einfach nicht gesehen. Wieso könnte man das sehen, dass es auch nach oben weitergeht? Das schaut man halt immer am meisten noch. Wisst ihr, ich bin auch ein bisschen ein Map-Über sozusagen, dass ich einfach schnell durchkomme bei Rushes. Und wenn man so geübt ist, ist es einem schwer, wenn man nicht durch, also wenn man eben auf die Map-Besonderheiten achtet und nicht auf die Wege. Also andere, vielleicht Anfänger, hätten das früher erkannt, das ist klar. Aber eben, das meine ich ja eben. Wenn man immer sagt, ja, es ist eine Sackgasse, dann findet man das. Ist natürlich nicht so schwer, leicht. Musst du so laut sein? Also, ich habe keine Aura. Ich benutze keine Aura. Ich benutze dann, Vitality, nein, nicht Vitality. Purity of Elements oder so etwas. Auf jeden Fall muss ich irgendwie nicht denken, also mache ich da nochmal hoch. Und nutze dann halt einfach ein neues Molten Shell. Brauche ich nicht. Also. Eben, ich werde jetzt weiterhin ja im Livestream auch ein bisschen leveln. Ihr dürft es jederzeit schauen, das ist meistens halt ein bisschen später so. Ja, ich denke zwischen 20 und 22 Uhr jetzt. Plus vielleicht auch früher um 14 Uhr oder sogar noch früher. Weil ich eben einfach vorwärts kommen will. Und ihr könnt es jederzeit nachschauen, weil ich sie aufnehme. Und wenn ihr Fragen habt über ja, die Parts, was jetzt der nächste Part ist, welcher Livestream der nächste Part ist, beziehungsweise eben der Fortschritt ist, dann dürft ihr das jederzeit schreiben, okay? Und auf jeden Fall ein großes Dankeschön an die Zuschauer, die wirklich auch die Videos ganz schauen, beziehungsweise einfach schauen auch wollen. Ihr müsst es natürlich nicht ganz schauen, wenn ihr es nicht schauen wollt. Aber es hilft mir halt sehr, ich sehe, Path of Exile kommt einfach am besten an, auch wenn Regnum mehr Zuschauer hat. Ich glaube, ich musste dort nach links, aber ich möchte noch kurz diesen Ding Essence holen. Jo. Jetzt werde ich langsam mal die Sockel machen für die Edelsteine. Und dann werde ich sag schon live machen. Diese Gastmond so wie. Ah ja, genau, da ist diese. Whitescream. Nein, der Whitescream ist der andere gewesen. Burning Man. Burning Man ist ein Festival in der Wüste von Nevada oder so. In dieser trockenen Wüste, wie heißt sie jetzt schon wieder? Death Valley, genau, Death Valley. Das ist eine steinharte Wüste, also richtig böse. Temperaturen von 50 bis 70 Grad. Ich weiß jetzt nicht, was Höchsttemperatur ist. Ich glaube irgendwie 60 mindestens. Und da machen sie jedes Jahr machen sie dort ein Festival, wo sie alles anzünden und so weiter, also noch heißer machen. Ja, die haben Freude, hä? Für mich ist es nichts, ich will nicht Sonnenbrand holen. Da
muss man sich ja dick eincremen. Hm. Ich habe Angst vor Sonnenbrand, aber hatte noch nie einen Sonnenbrand, den ich jetzt gerade mitbekommen habe, beziehungsweise seitdem ich, ja, noch nicht jugendlich war. Weil ich habe eine besondere Haut, ich creme mich nie ein und muss mich nie, beziehungsweise einfach Salbe drauf tun. Weil ich eben nichts bekomme. Weil ich eventuell so nett zu Ding bin, Schwarzen. Vielleicht eine Belohnung. Nein, das ist einfach an der Haut. Mein Großvater, der hatte viel hellere Haut als ich und wurde auch nie braun oder so. Und hatte nie Sonnenbrand. Das sind relativ viele Gegner. Hey Gott, oh Gott. Hallo. Fluchst du bitte. Prima. Oh, die Golems sind auch schon stark. Die haben jetzt viel Schaden bekommen. Mann, das sind wirklich meine Hassgegner, diese Brandbeschleuniger da. Die Wölfe. Fury Hound. Weil sie einfach immer also unter Brand setzen, mich Brand setzen. Und wenn ich drüber laufe, unter Brand setzen. Und nie so richtig treffbar sind. Aber stark sind sie nie. Machen immer sehr wenig Damage. Bekomme ich auch mal ein gelbes Juwel? Ist ja Wahnsinn. Bären haben wir auch. Gastmonster, das sind das. Ich glaube, die waren schon da, oder? Nee, oder? Das sind Gastmonster. Oh, ich bin gerade wirklich sehr am Frieren. Kann doch nicht sein, dass nach den 39 Grad wieder irgendwie 2 Grad über 0 ist. Oder unter 0, schätzungsweise. Ja, ja. Ist ja gut. Stirb endlich, die blöde Regenerier. Allenhut. Noch ein. Ich brauche noch mehr Mana. Danke. Oh, wir bekommen aber hier auch XP. Im Livestream werde ich eventuell dann, wenn wir nicht mehr leveln müssen, einfach den Soul Taker machen. Das ist ein bestimmter Bild vom Marauder. Nein, vom Duelist. Ich habe einen Duelist genommen. Man kann ihn auch als Marauder spielen, aber dann hätte man nur ein bisschen mehr Leben oder so. Ich glaube, nur Leben hat man mehr. Und einfach von den Pop, von den... Ja, vom Labyrinth-Zeugs. Ist gut, Schein. Steht nicht, hä? Paragon, ja, eventuell Paragon, also von diesen hat man defensiv halt schon ein bisschen mehr, aber dafür haben wir viel Life Leech und was ist jetzt gerade noch das Wichtige dort? Fall Damage, das ist ja dieser böse Gegner, der sehr böse Gegner, der, wenn man nicht viel Fire Resistance hat. Und der ist relativ schwach und cruel. Ich glaube in... Also wenn man den Akt 4 durchmacht in Merciless, also im dritten Schwierigkeitsgrad, ist es relativ schwer. Wenn man dann später das noch macht, wenn man schon Maps gemacht hat, dann ist es relativ leicht auch
Aber auf normal ist es sehr schwer. Wenn man noch keine richtige Feuerresistenz hat und so. Also vor allem in Richtung meines Spielartes. Weil ich ja sehr offensiv spiele. Extremst, also eigentlich Glass Tank spiele. Aber ich möchte euch auch etwas zeigen, so damit tue ich jetzt nicht Glass Tank machen. Ich werde weniger sterben als jetzt im Livestream manchmal, wenn ich nicht konzentriert bin. Weil ich ja nicht reden muss nebenbei und nicht krank bin. Also nur krank bin gerade, weil ich ja eben erkältet bin. Aber ja, eben wegen dem Sport so richtig sensibel bin. Aber ich mache so fetten Damage, also wenn ich jetzt einen Reflekt-Gegner bekomme, der richtig viel reflektiert, dann ist heftigst tot mit mir. Boah, es ist so laut wieder. Also, Warband wird immer wie lauter. Diablo 3 wird immer wie lauter. Und ein paar Volkser wird immer wie lauter. Gut, ich merk's mir. Irgendwas ist entweder mit meinem Mikrofon oder die machen das extra irgendwie. Ich glaube eher mein Mikrofon ist kaputt, aber es ist viel zu laut. Also Ambient brauchen wir ja nicht so viel. So. Also ihr seht, ich kann fast nichts mehr ändern. Dann ist es finito. Wenn das Headset kaputt ist, dann ist es kaputt. Ach, schaut mal. Voll Shotgun. Ich kann von der Entfernung jetzt eigentlich die Gegner alle One-Hit besiegen, beziehungsweise einfach die Feuerresistenten hier. Aber denkt mal, wir sind ein Feuerzauberer und machen Feuerschaden und die sind einfach mal so schwach gegen uns. Ja, werde ich in meinen Spielen dann auch ein bisschen machen, weil ihr müsst bedenken, alles, was ihr realistisch macht, dass die Feuergegner nicht so viel Damage bekommen, ist ja klar, aber nicht so viel, dass sie nicht mehr Schaden bekommen, also dass sie immun werden. Weil das macht ja auch Fetzschaden, beziehungsweise so richtig physischen Schaden. Ja, muss mal schauen, wenn ich so ein realistisches Rollenspiel mache, was ich dann so machen werde, dass die Mitspieler, also die so kann ich so missfällt. Aber wenn ich Fußball bin, dann habe ich so gut wie ein Entwickler und muss dann eigentlich nur noch denen Geld geben, dass ich ja relativ gut bekomme, wenn ich Profifußball bin, und sie manchmal besuchen und ihnen Tipps und so geben. Ja. Aber auf jeden Fall ist es mein Ziel, weil ich bin halt sehr anspruchsvoll, ich muss gute Games haben. Ein paar Verwechsler ist so eins, aber dann gibt es halt relativ wenig. Vielleicht jetzt mal wieder Terraria zocken. Könnte ich morgen oder heute im Livestream machen. Weil ich ja Minecraft nicht gerade zocken will momentan. Und dann muss ich schauen. Hey, hau ab. Hä, ist das ein Bug gewesen? Ups. Sorry, ich hab gerülpst. alle sterben. Och nö, jetzt habe ich ein rares Monster. Kommst Chosen. So. Chosen heißt Auserwählte, glaube ich, oder so etwas.
Gewählte vielleicht. Wie schlecht manche Super Let's Player im Englisch sind, das ist Wahnsinn. Tja, da habe ich es gerade nur noch gut, dass ich wenigstens ein bisschen Englisch kann. Naja. Jeder hat seine Schwächen. Ja, jetzt haben wir nochmals. Hier ist er. Naja. Die winzigen da. Die kleinen Mädels. Diese Drachen, die sind auch schwer. Ah, da ist er. Den habe ich gesucht. Buh. Du hast auch ein Achievement gegeben. Das sind immer so Zwischen-Achievements. Was, wie soll man die nennen? Jetzt sterbe ich dann. Boah, ey, hau ab. Shit, diesen Schaden. Ich mag diese Geister manchmal nicht, wenn sie schon drin sind. Die machen so viel Schaden. Nur die Geister. Und C ist es auch noch. Oh, Min mit mir drin. Also Teleport muss ich ausweichen. Damit man sieht es nicht. Das ist ja heftigst. Ich muss mich überall konzentrieren auf jedes einzelne Geschoss. Das hat meinen Blitzelementar getötet. Ihr habt Kenny getötet. Ja. Aber Tief Scar brauche ich nicht, aber das Scepter brauche ich nicht. Ja, nein, ich werde nie mit Scepter spielen, diesen Bild. So, jetzt muss ich noch mal kurz schauen. Was ist diese Runde Game? Der da? Nein. Der da? Nein, das ist der Fireball. Konzentrierte Effekt, den habe ich jetzt abgewickelt, okay. Multiplayer im Dual Wilding. Gott, oh Gott. Oh, der ist noch blau, den würde ich eigentlich gar nicht identifizieren. Ist egal. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich dann bald wieder den Part beenden. Gehe aber noch zum... Ah, der Waypoint war hier. Ich habe die Minen gemacht. Ich habe hier das Kormzigs gemacht. Das ist schon fast 30 Minuten. Auf jeden Fall habe ich vergessen einzustellen. Aber passiert mir manchmal. Na, jetzt eigentlich schon lange nicht mehr. Aber es ist aber blöd, immer auf den Knopf zu drücken. Eventuell drücke ich manchmal auf den Knopf. Und sehe es nicht, dass es gar nicht angemacht wurde, weil der Knopf relativ schwer zu betätigen ist. Nein, ich werde den nicht. Ich werde sowieso kein Bogenbeet machen, da habe ich schon viel zu viel gemacht. Egal welchen Bogenbeet. Eventuell mal ein Explodiv-Shadow-Beet, aber... Wieso? Ein Fire-Arrow-Beet könnte ich mal machen. Da gibt es einen guten Game dafür. Der eigentlich nicht benutzt wird im Fire Arrow Bild, aber ich mach's wirklich nicht ohne. Ich mach's ohne Guide. Ich habe jetzt nur den Fireball Guide eigentlich so gemacht und habe dann die Lust bekommen, die anderen zwei, die ich jetzt mache in Essence League, auch zu machen. Noch geht's aber immer wieder sehr eigen. Ihr müsst nie den Guides folgen, damit ich die damit ihr vorwärts kommt. Immer eigen machen, damit ihr euch individuell anpassen könnt. Jo. Also ich mache einen längeren Part. Ich habe jetzt gerade Bock. Hätte euch noch den QM zu machen.
Habe ich viel zu hoch, hochzuladen. Kann halt ein bisschen sein, dass der Part später kommt. Weil YouTube immer Probleme macht. Ich freue mich, wenn ich dann in die Stadt ziehen kann, dann kann ich vielleicht viele Videos machen. Auch Real-Life-Videos mache ich dann natürlich. Weil ich bin ja einer, der sehr wenig schüchtern ist, also ich muss ja nicht sagen, dass ich aus Basel komme, aus der Nähe. Es ist ungefähr ein, ja, zwei Dörfer weiter. Es ist sehr nah an Basel, aber man muss eigentlich um den ganzen Berg herum, weil die einfach keine Autobahn bauen oder so. Eine Landhauptstraße. Weil sie natürlich ein bisschen Probleme haben mit den Finanzen. Wieso haben wir kleine Dörfer Probleme mit den Finanzen? Wir müssen doch nicht viel machen. Ja. Was ist das? Powerful Crits. Change gains friendly charges. Alias deals extra physical damage. Das ist ja ein unmöglich und dann hier noch Unwaving gains Ende. Hey, ist das böse. Also manchmal ist Path of Exile schon unter jeder Sau balanciert. Wieso können die nicht ein richtiges Balancing machen? Ist es so schwer, ein solches Game zu balancen? Ja, die machen halt immer irgendwas rein, das wieder alles unbalanciert macht. Ist es nun mal so. Entwickler arbeiten gegen sich zusammen. Jeder macht irgendwas falsch und dann gibt es ein Chaos. Zum Beispiel wenn Minecraft wurde zum Chaos. Weil das Kampfsystem alles wieder kaputt gemacht hat. Beziehungsweise irgendwie vor allem diese Balancing-Anpassungen haben alles kaputt gemacht. Jetzt muss ich schauen, dass ich da nicht... Da. Hey, du bist einfach neben mir. Hab dich gar nicht gesehen. Ja, die machen extremst Damage, diese Bubbles. Ah, das ist noch der Arctic Golem. Oh, ich hab Angst. Wo ist der andere? Da. Nein, das nicht. Ist der gestorben? Ich denke, der ist gestorben. Irgendwie komisch, hä? Wie viel kommen hier noch? Ich heul bald. Ich habe Angst vor denen. Nein, im Gegenteil natürlich. Aber es ist schon nervig. What? Zwei Horn, also wenn's... So. Zwei Horns, ist nett. Dann machen wir die mal auf, gell? Das Geschenkchen öffnen. Oh, Lord, lieb, nein, das ist wieder... Ist das Stör? Das ist eine Mischrüstung. Durch Geschicklichkeit. Aber wenigstens eine Rüstung mit 5 Sockel. Aber 6er kommen, die droppen glaube ich gar nicht. Die muss man glaube ich immer... Nein doch, sie droppen schon. Aber in den Maps. Naja, ich habe ja recht viele bekommen. 6 Linked. 6 Linked gibt es nicht, das ist es. Das bekomme ich auch langsam ein bisschen. Konzentrationsprobleme in diesem Spiel. Ja, es ist kacke. Weil es blau ist. Wenn es weiß wäre, dann wäre es natürlich gut. Hey,
relativ schwach. Relativ schwach. Zu schwach. So ein Kack. Findet man mal ein paar Sachen für den Magier, hat man nur Schwachs dabei. Aber habt ihr gesehen, ich habe fast keine Intelligenzsachen bekommen aus Unix. Das einzige ist eigentlich dieses Goatshorn. Wie heißt das jetzt? Ach komm. Aberratshorn. Das ist das einzige. Ich habe ein Messer bekommen. Nein, ich habe ein Schwert bekommen. Messer ist ein bisschen untertrieben. Aber das hat ja minus MF. Das ist für mich ein Feind. Das ist böse gemacht. Die haben einfach nur Diablo 2 nachgemacht. Da gibt es nämlich auch eine Waffe, die mir... Nein, da gibt es gar nicht. Nur in einem Mod. Okay, dann haben sie einen Mod nachgemacht. Lass mich. Ich hab dir nichts gemacht. Du machst mir Damage. Lass mich. Ich flehe dich an. Nein, du hast mich getroffen. Du Stück Scheiße. Ah. Au. Der Druck. Kann ich Schaden machen. Oh nein, bitte nicht die... Lol, wie ich die schnell besiege. Konzentriere ich mich lieber auf den Kurm. Und fertig jetzt. Fury. A of Fury. Ist das nicht diese Rüstung? Ich hoffe, es ist die Rüstung. Wie heißt die jetzt schon wieder? Nein, das kann nicht sein. Diese Waldläufer-Rüstung, Woods, irgendwas. Diese Sprintrüstung ist es nicht, das ist auch der falsche Skin, oder? Nur Level 17. Ah, das ist die Waffe, genau. Man kann nicht mehr verbrannt werden und bekommt weniger physische Damage nach Attacken. Wieso nicht 7%? Wäre doch viel besser. Naja. So, wir geben jetzt die Quest ab und dann beende ich den Part, weil sonst ist er zu lange. Ah ja, die Quest gibt's gar nicht, gell? Bored it out of my mind. Okay. Na gut, ich bedanke mich fürs Schauen, hä? Macht Spaß jetzt in Cruel Akt 4. Aber es ist eben sehr nervig. Also lieber mehr MF machen, als mich wie ich durchzuraschen. Das geht auf die Nerven als Zocker. Als Zuschauer ist es vielleicht immer amüsant meistens. Aber wenn man so squishy ist, dann hat man manchmal ein paar Probleme. Schon wieder ein neues. Na gut, Dankeschön und tschüss.